Die Miskatonic-Universität präsentiert Texte aus den Tiefen der Ohrenbibliothek von Howard Phillips Lovecraft. Die anderen Götter. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Niklas Bischofberger. Gelesen von Katja Tiltmann. Oben, auf den höchsten Gipfeln der Welt, weilen die Götter der Erde und dulden es nicht, dass irgendein Mensch erzählt, er hätte sie erblickt. Einst bewohnten sie geringere Gipfel. Jedoch pflegten die Menschen der Tiefebenen immer wieder die Hänge aus Fels und Schnee zu besteigen, so dass sie die Götter auf höhere und höhere Berge trieben, bis nur noch ein letzter verblieb. Als sie ihre älteren Gipfel verließen, nahmen sie alle Spuren von sich mit. Außer einem Mal, heißt es, als sie ein gemeißeltes Ebenbild auf der Oberfläche des Berges zurückließen, den sie Ngraneck nannten. Nun aber hatten sie sich zum unbekannten Kadath in der kalten Wüste, die kein Mensch betritt, begeben und sind gestreng geworden. Hatten sie doch keine höheren Gipfel mehr, wohin sie nach der Ankunft der Menschen fliehen könnten. Gestreng sind sie geworden, und wo es sie einst gelitten hatte, dass der Mensch sie verdränge, verboten sie jetzt den Menschen zu kommen oder, wenn sie kamen, zu gehen. Gut ist es für die Menschen, dass sie nichts wissen vom Kadath in der kalten Wüste. Andernfalls würden sie unklugerweise danach trachten, ihn zu besteigen. Bisweilen besuchen die Götter der Erde, wenn sie Heimweh verspüren, in stiller Nacht die Gipfel, die sie einst bewohnten, und weinen leise beim Versuch, nach alter Weise auf den Hängen ihre Erinnerung zu spielen. Die Menschen haben die Tränen der Götter auf dem Turai mit seiner weißen Kuppe gespürt, obwohl sie es für Regen hielten, und vernommen haben sie die Seufzer der Götter aus den traurigen Winden im Morgengrauen zu Lerion. Auf Wolkenschiffen pflegten die Götter zu reisen, und kluge Kätner besitzen Legenden, die sie des Nachts, wenn es bewölkt ist, von gewissen hohen Gipfeln fernhalten. Denn die Götter sind nicht mehr milde wie einstmals. In Ulthar, das jenseits des Flusses Skai liegt, lebte einst ein alter Mann, der begierig danach war, die Götter der Erde zu erblicken. Ein in den 7 kryptischen Büchern von Hassan zutiefst gelehrter Mann und vertraut mit den pnakotischen Manuskripten aus dem fernen und froststarren Lomar. Sein Name war Barzai der Weise, und die Dorfbewohner erzählten davon, wie er einen Berg hinaufstieg in der Nacht der seltsamen Mondfinsternis. Barzai wusste so viel von den Göttern, dass er von ihrem Kommen und Gehen zu künden vermochte. Und er erriet so viele ihrer Geheimnisse, dass er selbst als ein halber Gott galt. Er war es, der die Bürger Ulthars weise beriet, als sie ihr bemerkenswertes Gesetz gegen das Töten von Katzen verabschiedeten. Und er erzählte dem jungen Priester Atal, wohin die schwarzen Katzen bei Mitternacht am Johannistage gehen. Barzai war gelehrt in der Kunde von den Göttern der Erde und hatte ein Verlangen danach entwickelt, ihnen ins Antlitz zu sehen. Er glaubte, dass ein großes Geheimwissen um Götter ihn vor ihrem Zorne schützen könnte, und so beschloss er, zum Gipfel des hohen und felsigen Hatek Kla in einer Nacht hinaufzusteigen, von der er wusste, dass die Götter dort sein würden. Der Hatek Kla liegt fern in der steinigen Wüste jenseits von Hatek, wonach er benannt ist, und erhebt sich wie eine Felsstatue in einem Tempel. Seinen Gipfel umspielt stets trauervoller Nebel, denn Nebelschleier sind die Erinnerungen der Götter. Und die Götter liebten den Hatek Kla, als sie in den frühen Tagen auf ihm wohnten. Oftmals besuchen die Götter der Erde den Hatek Kla mit ihren Wolkenschiffen, bleichen Dunst über den Hängen ausgießend, wozu sie erinnerungsselig auf dem Gipfel unter einem hellen Mond tanzen. Die Dorfbewohner Hateks sagen, es sei von übel, den Hatek Kla gleich zu welcher Zeit zu besteigen,
und todbringend, ihn des Nachts zu besteigen, wenn bleicher Dunst den Gipfel und den Mond verbirgt. Doch Basai achtete ihrer nicht, als er aus dem benachbarten Ulta mit dem jungen Priester Atal kam, der sein Schüler war. Atal war nur der Sohn eines Gastwirts und fürchtete sich bisweilen. Basais Vater war jedoch ein Landgraf gewesen, der in einem alten Schlosse wohnte, so dass in seinem Blut kein ordinärer Aberglaube war und er die furchtsamen Kätner bloß auslachte. Basai und Atal gingen trotz der Gebete der Bauern aus Hathek hinaus in die steinige Wüste und sprachen bei Nacht an ihren Lagerfeuern über die Götter der Erde. Viele Tage lang reisten sie und sahen aus der Ferne den erhabenen Hathek klar, mit seinem heiligen Schein aus trauervollem Nebel. Am 13. Tage erreichten sie des Berges verwaisten Fuß, und Atal sprach von seinen Ängsten. Basai aber war alt und gelehrt und hatte keine Angst. Daher ging er unerschrocken voran, den Hang hinauf, den kein Mensch erklommen hatte seit den Zeiten des Sansu, über den mit Schrecken in den modrigen, pnakotischen Manuskripten geschrieben wird. Der Weg war steinig und durch Abgründe, Felsvorsprünge und herabfallendes Gestein lebensgefährlich. Später fiel Schnee und es wurde kalt. Basai und Atal rutschten häufig aus und stürzten, während sie sich mit Äxten durchschlugen und mit Stöcken aufwärts stapften. Schließlich wurde die Luft dünn und die Himmelsfarbe wechselte und die Kletterer fanden das Atmen beschwerlich. Doch immer noch schleppten sie sich höher und höher, staunend über die Fremdartigkeit der Szenerie und aufgeregt beim Gedanken, was auf dem Gipfel geschehen würde, wenn der Mond herauskam und der bleiche Dunst sich ringsum verteilte. 3 Tage lang stiegen sie höher, höher und höher zum Dach der Welt. Dann schlugen sie ihr Lager auf, um die Bewölkung des Mondes abzuwarten. 4 Tage lang kamen keine Wolken auf und der Mond schien kalt durch die dünnen, trauervollen Nebelschleier um die stille Spitze. Dann, in der 5. Nacht, welche die Nacht des Vollmondes war, sichtete Basai weit im Norden einige dicke Wolken und wachte mit Atal, um ihr Herannahen zu verfolgen. Dicht und majestätisch, langsam und bedächtig, segelten sie vorwärts, bewegten sich hoch über den Beobachtern um den Gipfel und entzogen den Mond und die Bergspitze ihrem Blick. Für eine lange Stunde sahen die Beobachter zu, während der Dunst verwirbelte und der Wolkenschirm dichter und unruhiger wurde. Weise war Basai in der Kunde von den Göttern der Erde und er lauschte angestrengt auf gewisse Geräusche. Atal aber spürte die Kälte des Dunstes und die Ehrfurcht vor der Nacht und fürchtete sich sehr. Und als Basai anfing, höher zu klettern und ihm ungeduldig zu winken, dauerte es lange, bis Atal ihm nachfolgte. So dicht war der Dunst, dass der Weg schwierig war. Und obwohl Atal zuletzt nachfolgte, vermochte er kaum, Basais graue Gestalt oben auf dem halbdunklen Hang gegen das getrübte Mondlicht zu erkennen. Basai drängte sehr weit voraus zur Spitze und schien ungeachtet seines Alters leichter zu klettern als Atal. Furchtlos ob der Abschüssigkeit, die anfing, zu groß für jeden mit Ausnahme eines starken und verwegenen Mannes zu werden. Und er hielt auch nicht inne vor ausladenden, schwarzen Abgründen, über die Atal kaum zu springen vermochte. Und so stiegen sie wild empor über Felsen und Klüfte, rutschend und stolpernd und zuweilen überwältigt angesichts der ungeheuren Weite und entsetzlichen Stille trüber Eisnadeln und stummer, steiler Berghänge aus Granit. Ganz plötzlich entwich Basai aus Atals Sichtfeld, indem er einen grässlichen, vorstehenden Felsvorsprung erklomm,
der jedem Kletterer den Pfad blockierte, den nicht die Götter der Erde beflügelten. Atal war weit unterhalb und überlegte, was er tun sollte, sobald er jene Stelle erreichte, als er neugierig bemerkte, dass das Licht stark geworden war, als wären der wolkenlose Gipfel und der mondbeschienene Treffpunkt der Götter ganz nah. Als er weiter auf den vorstehenden Felsvorsprung und den erleuchteten Himmel zustrauchelte, empfand er schrecklichere Ängste als alle, die er je zuvor erfahren hatte. Dann hörte er durch die hohen Nebelschleier die Stimme des unsichtbaren Basai, der in wildem Entzücken schrie: »Ich habe die Götter gehört! Ich habe den Gesang der Götter der Erde bei ihrem Gelage auf dem Hatekla gehört! Die Stimmen der Götter der Erde sind Basai, dem Propheten, wohl bekannt. Dünn sind die Nebelschleier und hell ist der Mond. Und ich werde die Götter beim wilden Tanze auf dem Hatekla sehen, den sie in ihrer Jugend liebten. Basais Weisheit hat ihn größer gemacht als die Götter der Erde. Und gegen seinen Willen sind ihr Zauberwerk und ihre Barrieren so gut wie nichtig. Basai wird die Götter sehen, die stolzen Götter, die verborgenen Götter, die Götter der Erde, welchen den Anblick des Menschen verachten.« Atal konnte die von Basai vernommenen Stimmen nicht hören, war jetzt aber dem hervorstehenden Felsvorsprung nahe und suchte ihn nach Trittstellen ab. Alsdann vernahm er Basais schriller und lauter werdende Stimme: »Sehr dünn sind die Nebelschleier! Und der Mond wirft Schatten auf den Hang. Hoch und wild sind die Stimmen der Götter der Erde. Und sie fürchten die Ankunft Basai des Weisens, der größer ist als sie. Das Mondlicht flackert, derweil die Götter der Erde davor tanzen. Sehen werde ich die tanzenden Göttergestalten, die im Mondlicht springen und heulen. Das Licht ist matter und die Götter fürchten sich.« Während Basai dies schrie, fühlte Atal überall in der Luft eine gespenstische Veränderung. Als beugten sich die irdischen Gesetze größeren Gesetzen. Denn obwohl der Weg steiler war denn je, war der nach oben führende Pfad nunmehr fürchterlich einfach geworden und der vorstehende Felsvorsprung kaum noch ein Hindernis, als er ihn erreichte und sich gefährlich über seine gewölbte Oberfläche schob. Das Mondlicht hatte seltsam nachgelassen, und als Atal weiter nach oben in die Nebelschleier eintauchte, hörte er Basai den Weisen in den Schatten kreischen: »Dunkel ist der Mond, und es tanzen die Götter in der Nacht. Ein Schrecken ist am Himmel, denn es hat sich eine Finsternis über den Mond gesenkt, in keinen Büchern der Menschen oder der Götter der Erde vorhergesagt. Unbekannte Zauberei ist auf dem Hatekla. Denn die Schreie der verängstigten Götter haben sich in Lachen verkehrt und die Eishänge schießen endlos auf in die schwarzen Himmel, in welche ich eintauche. Hi, hi, endlich! Im Dämmerlicht sehe ich die Götter der Erde.« Und jetzt hörte Atal, benommen über unfassbare Stufen schlitternd, im Finstern ein abscheuliches Gelächter, vermischt mit einem Schrei, wie ihn kein anderer Mensch jemals hörte, außer im Phlegethon unbegreiflicher Albträume. Ein Schrei, in dem die Gräuel und Qualen eines ruhelosen Menschenalters in einem einzelnen, grauenhaften Augenblick widerhalten. »Die anderen Götter! Die anderen Götter! Die Götter der äußeren Höllen, welche die schwachen Götter der Erde bewachen! Sieh weg! Geh zurück! Sieh nicht hin! Sieh nicht hin! Die Rache der unendlichen Abgründe! Die verfluchte, die verdammenswerte Hölle! Barmherzige Götter der Erde, ich falle hinein in den Himmel!« Und als Atal seine Augen verschloss und die Ohren verstopfte und versuchte, gegen den fürchterlichen Zug aus unbekannten Höhlen nach unten zu springen, erklang auf dem Hatekla der entsetzliche Donnerschlag, welcher die guten Ketner in den Ebenen und die ehrenwerten Bürger von Hathek, Nir und Ultar aufweckte.
und sie dazu brachte, durch die Wolken die seltsame Mondfinsternis zu sehen, die kein Buch je vorhersagte. Und als der Mond zuletzt zum Vorschein kam, war Atal im tiefer liegenden Schnee des Berges in Sicherheit, ohne den Anblick der Götter der Erde oder der anderen Götter. Nun wird in den modrigen, pnakotischen Manuskripten berichtet, dass Sansu nichts als stummes Eis vorfand, als er den Hathek Kla in der Jugendzeit der Welt erklomm. Als jedoch die Menschen von Ulta und Nir und Hathek, ihre Ängste unterdrückend, bei Tage den heimgesuchten Steilhang auf der Suche nach Basai dem Weisen erstiegen, fanden sie ein seltsames und zyklopisches Symbol ins nackte Gestein des Gipfels eingegraben, 50 Ellen breit, als ob ein titanischer Meißel den Fels zerklüftet hätte. Und das Symbol sah jenem ähnlich, das Gelehrte in den furchtbaren Stellen der pnakotischen Manuskripte erkannt haben, die zu altertümlich sind, um gelesen zu werden. Dies fanden sie. Basai den Weisen fanden sie nirgends. Auch ließ sich der heilige Priester Atal niemals überreden, für seine Seelenruhe zu beten. Überdies fürchten sich die Menschen von Ulta und Nir und Hathek bis auf den heutigen Tag vor der Mondfinsternis und beten des Nachts, wenn blasser Dunst die Bergspitze und den Mond verbirgt. Und über den Nebelschleiern des Hathek Kla tanzen die Götter der Erde bisweilen erinnerungsselig, denn sie wissen, dass sie ungefährdet sind und sie lieben es, in Wolkenschiffen vom unbekannten Kadath zu kommen und nach alter Weise zu spielen, wie sie es taten, als die Erde neu war und der Mensch nicht zum Aufstiege in unzugängliche Stätten geneigt. Ihr möchtet mehr über Howard Phillips Lovecraft und seine Werke erfahren? Dann hört in unseren Podcast rein, rund um sein Leben, seine Werke und mögliche Umsetzung im Rollenspiel. Auf www.wirlesenlovecraft.com oder auf YouTube und Spotify unter die Miskatonic-Universität. Wir lesen Lovecraft.